So, hallo, ich begrüße euch. Ich hoffe, es läuft jetzt alles ordentlich. Macht zu einer Runde. Ich habe es noch nicht gestartet. Hier, Delta-Runde, hier steht Chapter 1, aber es müsste Chapter 1 und 2 sein, weil ich konnte nur 1 und 2 runterladen. Also keine Ahnung, warum da 1 steht. Es müsste 1 und 2 sein. Ich schlag ganz schön was. Merkt man das? Ich hoffe, es geht. So. Wir kacken, genau. Wir gucken mal rein und ich bin mal gespannt, was passiert. Ich habe es ja Deltarune 1 auf dem PC gespielt. Also, was natürlich heißt, ich habe jetzt hier nicht meinen Speicherstand. Aber nutzt man überhaupt den Speicherstand von Chapter 1 für Chapter 2? So, das ist die Frage. Okay, Start Deltarune. Mit Undertale kennen wir uns aus. Would you like to start from chapter 1? No. Bruder, wie viele Chapters soll es geben? Toby Fox? Ja. Sieben Chapter? Also, The Beginning haben wir durch. Jetzt kommt A Cyber's World. Play, do not. Ja, play. Aber alles klar. Also ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, dadurch, dass ich das auf der über die Switch aufnehme, weil, keine Ahnung, ich finde, ich könnte mir vorstellen, dass es besser ist. Chapter 1 Files. Don't use Chapter 1 File. Ah, also es, hätte ich welche, könnte ich sie nutzen. Ist das jetzt schlecht, dass ich die nicht. Also, am PC könnte ich halt mit Sicherheit jetzt sozusagen. Ah. Es wird schon funktionieren. Ach, da lande ich wieder. Ja, das haben wir doch gerade schon. Ja, ist ja gut. Wir probieren es einfach mal. Wir gucken, was passiert. Ja, das wissen wir schon, kennen wir schon. Also jetzt auch alles auf Englisch, ne? Da gibt es jetzt keine deutsche Dings. Was ist das? Oh. Ja, okay. Also auch okay. Also ich glaube, es war Chapter 1 war ja auch auf Englisch, oder? Ich bin mir unschlüssig, ich habe keine Ahnung mehr. Wir gehen einfach rein, was soll's. Oh Gott, wie habe ich mich denn genannt? Ach, Chris heißt der Typ, ne? Also der Charakter ist doch Chris. Dann bin ich auch wieder Chris. Hieß der Chris? Ich glaube, der hieß Chris. So. Yes. This is my name, I guess. Aber der nennt ja, der nennt dich, der ist, genau, Chris. Chris? Bist du wach? Warte. Ist das ein Messer? Ja, so hat ja Chapter 1 aufgehört. Wir starten also gleich da, ja? War das dann ein Traum? Also Chapter 1 hat ja aufgehört mit diesem, wo wir das Herz uns aus der Brust gerissen haben und haben das in diesen Käfig verfrachtet und man hätte meinen können, dass wir sozusagen Kara sind. Aber wir gucken mal. Hast du die ganzen Kuchen aufgegessen? Facepalm. Das ist dein Messer, nicht wahr? In dieser leeren Dose. Oh, Chris. Muss ich den Ofen schon wieder absperren?
Nun, raus aus dem Bett, es ist Zeit für die Schule. Sind wir jetzt Kara oder ist alles fein? Ist da jetzt das Herz drin? Wenn die Doors closed, ist neues Kara. Ja. Aber da ist das Herz nicht drin, okay? Ja, okay, cool, cool. Mein Bett. Ich hoffe, ich werde alles Mögliche mitnehmen, was es gibt zu sehen. Na? Ich werde alles wieder ausprobieren. Ich lese aber nicht jeden Text vor. Also ihr seid gute Englisch-Leute. Na? Ihr könnt das auch verstehen. Bin ich mir sicher. Und der Computer ist ein Folder called Epic Games Stuff. It's a poorly drawn design for a game. Seems the last boss is a creature with giant rainbow wings. Ja, okay. War der, also das gab's das im ersten Teil auch? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe bestimmt im ersten $5 in your brother's drawer. Mein Bruder ist ja Dings, hier. Sag schnell. Ich hab's mit den Namen von Undertale nicht mehr, ne? Ich hab's mit den Namen nicht mehr. Ist ja wurscht. Asriel, Asriel, genau, Asriel. Nö, wir nehmen nicht die $5. Eben ist ja nicht meins. Cartridge of Cat Petters RPG. Catty and Catty can be seen faintly written on it in worn gill pen. Okay, ich glaube, wir haben alles gesehen. So, diese Tür hier hinten war schon immer verschlossen. Die ist auch weiterhin verschlossen. Das ist das, was sie du nennen. How to draw dragons is at the bottom of the drawer. The purple character on the cover is dressed. Immodestly. Your brother will never return this book. Okay. Ja, über den Kaktus kann man nicht viel sagen. Keine Zeit, um Bücher zu lesen. Okay. There's a photo in the fridge. It's of you, your mother and your brother. Können wir es sehen? Nein, schade. Some white fur stuck in the drain. Kann ich das rausnehmen? Nein? Okay, schade. Das ist dann ja ihr Haarzeug. Und sonst ist es nett. Wobei, kann doch von Eskiel sein. There's some cinnamony batter caked on the stovetop. Cookie cutters for gingerbread monsters and gingerbread humans. It's a trash can. Somehow it's emitting a pleasant floral scent. It's a landline phone, but you already have a cell phone. Ach ja, apropos cell phone. Kann ich das? Ja, wie kann ich denn überhaupt? Ah. Ja, das jetzt zum Beispiel Mist. Weil jetzt habe ich zum Beispiel die Nummer von Sans nicht, ne? Aber vielleicht kann ich mir die auch wiederholen. Vielleicht kann man nochmal durch die Stadt laufen und die holen, die Sachen. Ich weiß nicht, ob das... Das ist halt der Punkt. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man jetzt sozusagen hier mit 0 startet im Chapter 2. Ich hoffe, es ist gut. It's a TV. Looks like it's plugged in, but it's dusty. It's Cheryl. The beloved living room chair. Okay. Das ist dann gar nichts. Okay, wir müssen unbedingt einmal die Toilette flaschen. Die war hier, ne? Richtig. Yes! Yay! Nochmal. Yes! Yay! Nochmal. Yes! Yay! Nochmal. Yes! Nochmal. Nochmal. Kommt kein... Ich dachte, da kam ein Text von Toriel. Na gut, dann nicht. On the shower ledge, there's a... Vielleicht nur in Chapter 1. There's a small container of apple-scented shampoo. And a gallon-sized container of patcher. Ich meine, dass wir das alles schon mal gelesen haben. Aber ich bin mir nicht sicher, deswegen nehmen wir es nochmal mit. Es ist jetzt nicht Zeit, deine Hände... Es ist immer Zeit, deine Hände, seine Hände zu waschen.
Ja, okay, genug geflasht. Sie ist auch gar nicht da, also keine Ahnung. Das bringt wahrscheinlich nichts. Sie muss ja im Auto wahrscheinlich wieder warten, ne? Kann ich hier was gucken? The Book of Hymns. Oh nein, müssen wir wieder. Ich würde gerne durch die Stadt laufen, dann könnte ich mir seine Nummer holen. Die hätte ich nämlich in Chapter 1 gerne. Oh, verdammt. Wahrscheinlich wäre es schlauer gewesen am Computer weiter. Oh lol, ich komme einfach direkt in die Schule. Okay. Chris, there you are. Even Susie showed up before you. Oh, okay. Hey, Chris. If I knew you were gonna be late, I wouldn't show up on time. Ich meine, wir sind jetzt ja wieder mit Susie gut drauf. Ne? Also wir haben uns ja durch die Ereignisse mit Susie befreundet. Sollte jetzt ja nicht so dramatisch werden. Was sie angeht zumindest. Susie, please don't kick your desk. Treat school property like you'd treat people. Ja, das ist eine schlechte Aussage. Das ist eine ganz schlechte Aussage. Weil dann frisst sie es einfach auf. Okay. Next time I'll aim for the vitals. Ja, genau. That's not what I. In any case, good morning, class. Fühle diese Lehrkraft. We have a lot to go over today. Ja, das fühle ich auch. First, we are starting the reading from page 142. Any volunteers? I guess I could read the. Ah, trouble yourself, not Noel. I will valiantly take this blow of humiliation. That's okay, I can. Page 142. It was the best of times, it was the worst of times. Times are pretty good, times are pretty bad. Mediocre times, iffy times, so-so times. Listening to this, your eyes began to close automatically. Ja, moin. Erstmal einschlafen im Unterricht. Das fühle ich jetzt ja weniger. Ja, moin. Super. Fantastisch. Have a nice day, everyone. And please remember your group projects. Oh, Chris, are you okay? You were sleeping all class. Don't worry, I'm not mad, just concerned. Usually you only sleep through the start. Good luck and rest well tonight, okay? Das ging ja fix mal wieder der Unterricht. So mag ich das aus Schülersicht, aus Lehrersicht eher nicht so. Ist hier irgendwas? Nein? Schade. Computer Wallpaper ist updated. The buff embracing heroes are now edited to be 4 inches apart. Ja, moin. There's dialogue about proper distancing at the school dance. You wonder if your mother had some influence on this change. Looks like motivational quotes from various literature. Try your best, Astral Wolf, even in your darkest hour. That one seems to be from a video game. Haben wir noch eins? Nein, okay. Chris? This whole partner thing? You didn't lose sleep over it, did you? Actually, my sleep quality increased. Lost sleep from being Susie's partner. What? Oh, Chris, that's good, I think. So maybe you were just staying up late talking to Asriel online again. Ah, wait, you can't do that, right? Ach ja. Ja, danke, Batterieleistung, aber wir kriegen das hin. I hope the internet gets fixed soon. I don't want to revert into my primal form. Alles klar. Haben wir auch noch den anderen Text jetzt zur Verfügung? Get a good sleep tonight, okay? Ja, machen wir. You check the time. It seems not to be the time for class. Ja, okay. Hey, Susie. Sie will zurück, ne? Well, look who it is, the school zombie. You were sleeping like a corpse all class. Huh, what's the matter? Had trouble going beddy-bye last night? Huh. Me too, Chris. Like I could sleep after yesterday. Just waiting for today felt like years. Did
all that stuff really happen? Lanza, Wellesley, everyone, are they still? Look, you've been wondering the same thing, right? Come on already! Ja, sie will sofort zurück. All right, Chris, this is it. Moment of truth. Everything we've been waiting for is just behind this. If we open this and there's nothing inside, will we still be... Screw it, let's just open it already. Susie? Yeah? Noel, hey. What the hell are you doing here? Sorry to bother you, but I just, Bertley and I were going to the library to do some research for our group projects, and if it's okay, would you want to come too? Oh, Chris, you can come too, I mean, we are like busy with, Chris, help me out here, what do we say? Ja, wir hängen einfach im Schrank ab. Alles gut, alles super. You know, just chilling out alone in the closet. Just two friends chilling out in the closet, like normal. Touching brooms and stuff. Oh, that sounds just... Have fun, you two. I'll be at the library. Chris, if you could bring her by later, it would mean a lot to me. Wait, Chris, what the hell was that? Why would Noel ask me to do homework with her? Death with much? Does she wanna fail? Wait a second. Chris, did you notice how nervous she was? And like blushing and stuff? Chris, you don't think she... she's onto our secret identities. You know, this dark world stuff. Damn, we gotta keep this under wraps, Chris. This is our thing, you know? Anywho, enough waiting already, right? Let's go. What? Wir springen direkt... Oh mein Gott. Ernsthaft? Es ist einfach direkt der Angang. Ja, okay. Okay, damit hätte ich jetzt safe nicht gerechnet. Dass wir praktisch wirklich der... Oh mein Gott. So. Auto One on off, what? Border Dynamic? Ah, das ist, ich verstehe. Nein, wir machen Dynamic, dann passt es sich nämlich an. Das ist cool. Simplify FFX, keine Ahnung, lassen wir mal so. Controls. Ja, das kriegen wir alles hin. Passt schon. Finish. Finish, alles gut. Master Volume ist auch voll in Ordnung. So. Wir sind Level 2, Leader commands the party with various acts. Also ich will ja sowieso peaceful spielen, deswegen denke ich mal, ist es egal, wenn wir keine Attacke haben. Das mit Defense ist halt, ich weiß nicht, hätte man jetzt mehr Defense, wenn man sozusagen vom letzten Mal noch Zeug... Das ist halt das Ding, ne? Wir haben halt jetzt nichts. Amber Card, a thin square charm that sticks to you, increasing defense. Das klingt doch vernünftig. Ja, genau das ist das Ding. Wir haben halt nichts. Ich weiß nicht, ob das so gut wird fürs Let's Play, wenn wir nichts haben. Aber ich denke, die Story werden wir mitbekommen. Und ja, wir gucken mal. Vielleicht ist jetzt der Hard Mode einfach so. Wir starten von null mit unserem Charakter. Hey Chris, you really gonna walk everywhere so slowly? I know you're kinda taken in, but you can run, you know? You remembered something about the B button. Ah!
Ja, nee, wusste ich nicht, weil ich das noch nicht auf der Switch gespielt habe, Susi. Aber danke für den Hinweis. Hui. Da leckt's ja fast, wenn wir so rennen. Hui. Okay. Ach, wir sind direkt hier. Ja, moin. Dann müssen wir ja gleich auf Worldsea treffen. Here we are. Quiz, Susi. It's been ever so long. Ist das Worldsea? Ah, ja, stimmt. Ohne Kapuze. Yeah, it's been what a day. Oh, that is short, isn't it? It's just that I've never had friends before. So I've never waited so long to see them again either. Fine, guess we'll try not to let you die of loneliness. I bet Lancer wants to see us too, right? Hey, wait a sec. Where is Lancer? Where's everybody? Worry not, Susie, you will see them in a moment. Just wait here, all right? Okay. Hey, this better not be some kind of prank or something. Chris, I have something to ask you. I need you to return to the light world and go to the old classroom to the east of the closet doors. Inside, gather everything on the ground and bring it back here. Could you? Oh, die Musik. Da, di, di, di. Das war schon das Lied, als die Story erzählt wurde. Das war so gut. So, Wellesley, you're not gonna put your head back on. Why, did I look cuter before? No, I just mean, you think I look cuter now? It was just nicer seeing less of you. Chris, go to the old classroom and bring everything back here. It's where you returned to the light world last time. Head east after you exit the dark world. Wir gehen erstmal weiter und speichern, jawohl. You look upon the castle you first saw yesterday. You are filled with the power of immediate nostalgia. Ich sehe das noch problematisch, dass wir nichts haben. How are you doing? Trying to have a cake without me? Okay, ich darf hier nicht weiter. Okay. Kann ich in die Türen? It looks like a shop, but the door is locked and no one's inside. The rubble on the ground seems to have been dusted and polished. Someone around here really cares about the details. Okay. Oh, die Statue. No one's looking. Hug the dummy. Ah, na klar. You hug the dummy. Nothing wrong with a little extra fluffiness in your life. Genau. So. Ah, hier kommen wir wahrscheinlich jetzt nicht weiter, ne? It seems to be locked. It may never open again. Okay. Gut, okay. Na, dann gehen wir mal zurück. Und Susi bleibt jetzt da unten. Okay. Ich weiß, ich soll nach Osten gehen, aber ihr kennt mich. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir nochmal hier machen können. That doesn't seem like the way to the. Okay. Ah, okay. Das Spiel lässt mich nicht. You ran the water fountain. It's lukewarm. Do you like bathing? Moving fast with or without legs? But usually with legs. Join the cross-country team with Chuckington and Noel. Okay, und hier komme ich auch nicht lang, ne? Ja, okay. Gut, Spiel lässt mich nicht woanders hingehen. Ist okay, Spiel. Dann gehen wir hier rein. Oh, stimmt, hier sind wir rausgekommen. Ah, ich wollte gerade sagen, muss jetzt alles einzeln einsammeln. You gathered all the junk off the floor. And turned it a giant dusty ball. Fantastisch. Stimmt, hier sind wir rausgekommen.
Kann ich damit jetzt voran? Hey Mom, ich übe nur gerade Balancieren. And how is Chris doing? They are great, Tori. One of my favorite students, a real star. Oh, how wonderful. They have not been up to anything strange. Ha, no, they've been. They are normal. Well, that is relieving. I have just been a little concerned lately. Just lately? You take it easy too, Alphys. I am always cheering you on, all right? Thanks. Can't let Mom find out your best shine trash orb. Ach komm, Spiel. Okay. Na gut. Wir gehen zurück in die Underworld. Dark World. Ja, und jetzt verteilt sich alles, oder wie? Hey Chris, so where is every. Oh mein Gott. One. Yo. Guess who's back, Clowns? Lancer. Hey Chris, I know what you did, but hell yeah. Everyone's here. But what happened to Lancer's castle? All gone. Gone? Right, when Chris sealed the fountain, that dark world disappeared and turned back into a normal classroom. So where's Lancer gonna live now? Don't worry, Susie. We'll conquer Wellesley's castle as your own. Our own. Chris, as you bring Dark World denizens back here, the power of our fountain will transform this town more and more. From now on, the enemies we spare will be recruited to our town. Okay. Let's keep sparing enemies, okay? Ja, machen wir. Anywho, why don't we all have a look around? We can head north towards the castle. I have a special surprise to show you there. Ist die Musik jetzt eigentlich zu laut geworden oder hört man mich noch? Ich bin ein bisschen skeptisch. Aber hey, ich denke, es wird schon passen. Ja. Wir werden sehen. Aha, not if I surprise myself first. Last one there is a fresh and fragrant egg. Come on, Chris, you gonna let him beat us? Können wir erstmal in Ruhe. Kann ich jetzt eigentlich nochmal zurück? Chris, I have something to show you in the castle. Also, ich darf nicht. Hier sind plötzlich Dinge aufgegangen. Hilfe? Alter, hat sich gerade einfach wieder das Virenprogramm aktualisiert und alles geschlossen und neu geöffnet. What the heck? Yo, chill. Alles gut hier wieder? Ja, gut. Oh mein Gott. So. Hey, jetzt geht hier einfach Word auf. Lass mich doch einfach hier in Ruhe mein Zeug machen. Oh, hier ist jemand sogar. Hello there. Oh, it's quite a wonderful town, really. Thank you. So, why am I alone here? A bit of self-reflection, I suppose. I do realize I was quite a coward before. So, I wanted to say, well. I still am. My cards, I cannot handle society. For now, I'll be living at the top of this cliff. When I'm ready to meet society again, I will be back. Thank you for the wonderful home. I will not use it. There's a hole in the wall. There's nothing inside.
Okay, ich komme dem jetzt aber auch nicht hinterher. Aber wir haben den jetzt da hochgeschickt. Na gut, das ist doch schon mal was, I guess. Oh, jetzt sind hier auch noch mehr Leute. Mr. Society left, didn't he? Hm. I reckon I knew this wouldn't happen. It's not no fault of yours. Oh mein Gott, da hat so einen Akzent, den kriege ich wieder nicht ausgesprochen. He'll be back one day. Heraklössen. So, checkt wieder keiner, der nicht One Piece guckt, ist egal. Without trees, I must gain nutrients by eating clothes. Such is the way of the worm. Okay, worm. Können wir hier... Looks like the clothes are nibbled. Take a bite? Nein. Don't bother, it tastes awful. Susie? Okay. So, jetzt kommt hier die Tür. Ah, ja, moin. I like being like this. Don't tell anybody. Okay. It seems to be locked. It may never open again. Okay. Also, wir müssen zum Schloss. Ich habe verstanden. Ich gucke aber natürlich alles erst durch. Dum, dum, dum. Dum, tududum. Dum, dum. Dum, dum. Dududum. Dum, dum. Thanks to you, Commander, we've been liberated. I hereby declare today National Ham Sandwich Day of Independence. Hier kann ich nichts tun, ne? Okay. This guy always seems like he's enjoying life more than me. Maybe it's because he's a higher level? Oh, welcome to Quiztown. Was? Oh, so I heard it's called. Okay. Party Dojo. What the heck? Ja, halb denke ich mir auch gerade nur. It's a bed for three people or one three-headed person. Ah ja. Wow, our house is a dojo. Makes me wanna fight. Can't we go to sleep? Haben die eigentlich mehr Text oder? Oha, tatsächlich. It's a party every day and I'm the oldest. We are the same age. So, okay, also ein paar Mal sollte man sie ansprechen. Looks like fighting wasn't in the cards for us. Lucky for you, just hope you don't meet my friends. Ah, okay, nicht alle können doppelt quatschen. Nah. Finally, a dojo for people that are normal shaped. I will train myself for the tournament. Hey, boss, boss. I'm so glad to have a nice boss I could chat at here. But I won't, I'm on the job, I'll cry at home with the kids. Boss, you're strong, but there's always time to learn. The next step after tutorials is training. So, me and the boys got you together a dojo. Complete our battle challenges and get some fabulous prizes. Meanwhile, you might get a little bit tougher. We're gonna make you the strongest, boss. Warum nicht? Probieren wir es aus. Was kommt hier? Oh! Oh! Learn how to spare like a champ. Prize Joey's life savings. Get 100% TP without getting hit. You can do it, boss. Ah, das sind so Challenges. Okay, das, ja, wir probieren es doch mal aus. Trickshot Joe. Yes! Also, ich soll sparen wie ein Champ, ja? Okay. Boss! You can act and spare on the same turn. If you know Chris's act, will give an enemy 100% mercy, spare them on the same turn with Susie or Wellesley. Okay, also ich bin Chris als erstes, ne? Genau, dann acten wir. Wir können nur auf Jigsaw Joe acten. HP 100, Mercy im Moment bei 0. Shave. So, und wenn ich jetzt aber, ich weiß jetzt ja nicht, ob er schon, aber ich könnte halt probieren zu sperren. Na, ich könnte probieren dann zu sagen, okay, wir sperren. Und dann kann ich hier nochmal acten. Ne, er kann, sie kann gar nicht acten. Dann gucken wir einfach mal, ob sperren funktioniert. Ich glaube es aber nicht. You shaved Sixer Joe's double. Ah, okay, doch, jetzt plus 100% sperren und damit kann sie sofort sperren.
Oh, Boss, you're sparing me. Wait a second, I got something else to remind you of. Boss, it works the same with making an enemy tired. If an act will make an enemy tired, use Ralsei's pacify right away. Okay, verstanden. Ja. Spend a turn defending gain, TP if you have to, Boss. Okay, wir müssen jetzt erstmal TP generieren. Ich kann nämlich noch nicht, na, ich kann noch nicht, genau, also defenden wir. Wir defenden. Warte, aber dann haben wir ja vielleicht schon genug TP. Aber er ist ja noch nicht tired. Er ist ja noch nicht tired, ne? Oder? Warte. Pacify, spare tired foe. Ist der? Aber der ist nicht gelb. Das heißt, das würde noch nicht funktionieren, ne? Wir defenden mal die ganze Zeit. So. You're putting me to sleep? I mean, you aren't. Make me tired and pacify me, boss. Ach so, Bedtime Story. Muss ich jetzt... Ah, ich verstehe. Sleepy Story. Und jetzt kann Ralsei acten. Also pacify machen. Okay, Susie told the enemy a bedtime story about beating them up. The enemy became tired. Ralsei casts pacify. You did it, boss. If you can manage to spare enemies right away, battles will go a lot faster, that's all. Ja, das ist ja, was wir wollen. Sehr schön. An amazing battle. As promised, here is your reward. You received Joe's life savings. $1. Sweet. So, nächste Challenge. Also, jetzt einfach, ohne getroffen zu werden, 100% TP generieren. Das heißt, ich muss jetzt gut ausweichen. Grace! Weil dann generiert man auch TP, ne? Je knapper aber das ist, umso besser generiert man die. Aber es muss ich schon jetzt echt aufpassen, dass das nicht... Oh mein Gott! Oh, das wird die Geschichte hier. Oh mein Gott, wir haben es fast. Na bitte, nice! Und wir kriegen dafür $100, ne? Ja, gib her. Zack. Nice. Next. Eine haben wir noch. Und da gibt's ein Club-Sandwich. It's not Clover's birthday anymore. She won't go easy on you now. Okay, Clover rematch. Let's go. Ah, okay. Clover joins the stage. Act. Topic long. Longer time to guess. Choose a topic that Clover likes. Giant bed. That's right, not bad. It's okay. Nice dojo today. What? It's just awful. Please stop you two. So, jetzt müssen wir schön ausweichen hier. Ah, ich wollte gerade sagen, ich bin gut im Ausweichen, und dann wurde ich direkt getroffen. Clover is bickering with herself. So, wie sieht's jetzt aus? Können wir schon sperren? Oh, ja, 20%. Das, ja. Ach so, und da ist mit beiden und da ist nur mit... Ah, okay, wir machen mal alleine Topic. Und dann können wir nämlich hier, defenden. Was hat sie eigentlich nochmal? Ah ja, Woodbuster, richtig. Aber das wollen wir ja nicht nutzen. Wir haben halt aktuell, wir haben kein Item aktuell. Das ist schon kritisch. Und ich denke, schlafen ist noch nicht, ne? Das ist ja nicht tired, das Viech. Also defenden wir. Um schön TP zu generieren. Choose a topic that Clover likes. Twee. That's right, not bad, it's okay. Okay. Ja, schön TP, aua. Aua. Oh mein Gott. Wie sieht's jetzt aus? 45% Mercy. Dann funktioniert Spare noch nicht. Na gut, dann...
Aber ich schätze, mit Topic Long überspringe ich ja die anderen, ne? Das will ich ja eigentlich ja nicht. Andererseits gibt es eigentlich keinen Grund jetzt hier. Ja, kommt Defend. Und die wird eh nicht müde, also... Ah, ich könnte allerdings heilen mal mit der Zeit. Ja, ist jetzt egal. Wir defenden noch eine Runde. Schade. Das war nix. Und wenn ich die anderen aber mit einbeziehe sozusagen, dann ja. Aber ich meine, sie nimmt jetzt... Oh mein Gott, Welsy ist fast down. Ja, moin. Schlecht. Ich muss aber jetzt wieder normales Topic nehmen, weil ich muss Welsy mit sich selbst heilen. Ich habe nämlich kein Item. Ich kann nicht heilen. Scheiße. Und sie kann auch nicht heilen. Ah, ist jetzt nicht so gut. Wir können mal versuchen zu sperren, Lul. Und du heilst dich mal selbst, Kollege. Okay, was mag Clover noch? Dance. Plus 35%. Sehr schön. Ah, aber das Bären sorgt trotzdem dafür, dass es höher... Oh, das hätte ich... Okay, gut zu wissen. Das hat wieder plus 5% nämlich gegeben. So, und weil sie heilt sich jetzt erstmal eine Runde. Jetzt muss ich gut ausweichen. Sheesh! Aua! Clover Hams like an out of tune core. Okay. Wir sind bei 85%. Also wir können jetzt eigentlich... Wenn ich jetzt richtig das Topic gesse, könnte Susi direkt sperren. Und wenn es mit Susi nicht funktioniert, klappt es vielleicht mit Welsy. Aber Welsy soll lieber nochmal auf sich selbst einen Heal Prayer casten. Das ist vielleicht besser. So. Birthday. Nice, plus 40%, das war's. Okay, sehr schön. Huh. Susi's Bad Clover. Perfekt. An amazing battle. As promised, here is your reward. You received Club Sandwich. Gut, jetzt können wir uns heilen, hurra. So, was kannst du? I'm Battles Master, ask me about battles. Oh, hole? We failed to hit our funding goal. I will not talk about our hole. Okay. Grazing. When shots aim directly, try to move slow. Ach so, ja. Ja, das habe ich festgestellt. Ja, 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 ja. Shots aren't always as they appear. The bigger they are, the less to fear. You'll only get hurt a little inside. Take your pride and learn the size. Okay, also man muss... Ja, verstanden. Gut, dann haben wir hier soweit alles gesehen, würde ich sagen, ne? So, ich denke, an der Stelle schließe ich dann auch erstmal den Part ab. Bedanke mich fürs Zuschauen. Kontrolliert mal den Sound, ob das lautstärketechnisch okay ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also, ich könnte mal speichern gehen, ne? Kann ich dir hoch zum Speichern, bevor hier irgendwas passiert? Ja, perfekt. What? Recruits? Oh mein Gott, das heißt, man kann da... Ah, ja. Ach, du grüne Neune. Das ist ja crazy. Storage, ja, da haben wir so den Club Sandwich, ist klar. Okay, safe. Gut. So, wie gesagt, ich gucke mal kurz, wie die Aufnahme gelaufen ist und wir sehen uns dann im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss.